Servus bei Wiesengaudi TV. Das ist meine bezaubernde Kollegin, die Alicia. Ich bin die Stefanie. Und wir haben uns heute überlegt, was ist eigentlich im Hintergrund vom Käfer so los? Was muss alles passieren, dass alles rund läuft? Und deswegen haben wir heute alle Menschen, die hier ganz fleißig wie kleine Bienchen arbeiten, die haben jetzt alle interviewt und uns einfach mal angeschaut, wie sie im Hintergrund ausschauen. Alle vor die Kamera gezerrt und die Ergebnisse könnt ihr jetzt alle gleich sehen. Jeder kennt das schicke Käferzelt eigentlich nur, wenn es hochdekoriert ist und bumsvoll mit irgendwelchen Promis oder schicken Gästen. Wir sitzen gerade hier drin und es ist niemand da, denn erstaunlicherweise sehen die Tische relativ leer aus. Das liegt daran, dass gerade Reservierungswechsel ist. Das heißt, es ist 20 Uhr, fast 20 Uhr. Und die Reservierungen kommen jetzt alle gleich und die fleißigen Bienchen hier drinnen, wie man schon sehen kann, dekorieren hier gerade alles komplett neu ein. Bei mir ist der Christian Scherker und zwar ist es eine absolut oberwichtige Person in diesem Zelt. Herr Scherker, wie ist denn Ihre offizielle Bezeichnung? Offizielle Bezeichnung ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ich sage immer so ein bisschen Mädchen für alles oder Concierge von der Wiesn, der so für alle Gäste da ist, für die Reservierungen da ist, der sich um alle Wünsche kümmert, wer wo sitzen will, wer was essen will und wer wann kommen will. Ich sitze hier eigentlich mit den wichtigsten Menschen im ganzen Zelt zusammen, und zwar den Mitarbeiterinnen, mit der Victoria und der Conny. Sag mal, Victoria, es ist der letzte Wiesensonntag. Wie fühlst du dich? Ja, also eigentlich noch ganz gut. Langsam geht es ein wenig an die Substanz, aber eigentlich könnte man noch ein, zwei, drei Tage weitermachen, wenn das Wetter so bleibt. Wirklich? Sagst du das jetzt einfach nur so oder ist es wirklich so? Hättest du noch Kondition und Energie, weitere 5 Tage zu arbeiten? Es würde noch gehen, aber es würde mit jedem Tag schwerer werden. Die Hauptwünsche von den Gästen ist eigentlich, das ist ganz unterschiedlich. Der eine sagt immer, also Platzierungswünsche, dass der eine immer sagt, er möchte unbedingt gerne am Fenster sitzen, der andere möchte gerne unbedingt bei der Band sitzen, ganz wichtig. Ganz wichtig ist immer die Frage, ob ich unten oder oben sitze. Manche sind momentan dabei, dass sagen, ich möchte lieber draußen sitzen, weil halt viele Raucher auch dabei sind. Welche Promis habt ihr denn schon bedient? Also bei uns waren eigentlich dieses Jahr, also bei mir waren relativ wenig da. Und oft ist es auch tatsächlich so, wir erkennen sie gar nicht. Und deswegen fühlen Sie sich im Käfer wahrscheinlich besonders gut, weil ihr sie einfach ganz normal behandelt, so wie Promis auch behandelt werden möchten. Und von daher, vielleicht schauen wir später mal vorbei und dann wisst ihr vielleicht auch, wer mal bei euch am Tisch sitzt. So, wir haben jetzt die Ehre, hier neben Susi zu stehen. Susi macht hier die Dekorationen im Käferzelt. Susi, erzähl mal, wie lange machst du das schon? Ich mach's das 6. Jahr. Ist sehr aufregend, aufreibend, anstrengend und sehr interessant. Was ist denn der Hauptunterschied zwischen oben und unten im Zelt? Eigentlich ist der Hauptunterschied zwischen oben und unten eigentlich nur, sage ich mal so, vielleicht die Lautstärke noch später, wie gefeiert wird. Und vielleicht, dass die Band oben ein bisschen mehr rockiger spielt als die Band unten. Aber ansonsten haben wir eigentlich genau die gleichen Tisch, genau die gleichen Plätze, genau das gleiche Essen und das gleiche Bier. Ja, und Susi, im Wesentlichen, habt ihr dann gewisse Vorgaben und Themen zu den Dekorationen, wie ihr das gestalten müsst? Ne, wir haben also die verschiedenen Artikel, die sich von Jahr zu Jahr, also eine Gruppe bleibt gleich. Das sind die Haferln, die berühmten Käferhaferln, die gesammelt werden, sind auch viele Sammelobjekte dabei. Dann die Herzen ist ganz normal in der Standarddeko drinnen. Kann man sich ja einen kompletten Haushalt damit gestalten, könnte man sagen, oder? Ja, könnte man auch. Und das müssen die dann beim Herrn Käfer vorbestellen und sie dekorieren das dann? So machen wir das, ja. Das ist fein, das klingt gut. Jetzt kommt meine Frage aller Fragen. Was muss man machen, wenn man kurzfristig im Käfer einen Tisch ergattern will? Kurzfristig ist schon mal ganz schwierig natürlich, weil die Wartelisten bei uns lang sind. Also sprich, auch wenn jemand da mal absagt, ist, haben wir einfach eine sehr lange Warteliste, wo wir dann hin und wieder halt einen Tisch hergeben. Aber die Absagen sind so gering, weil man auch lange wartet, bis man einen Tisch kriegt. Ja. Aber ihr habt schon so eine Art Promi-Bonus. Also ein Tisch ist wahrscheinlich schon irgendwie immer so ein wenig frei, falls doch mal ein Boris Becker oder ein Roberto Blanco sich ankündet. Eigentlich sage ich mal weniger, aber ein kleines Backup haben wir immer irgendwo in der Hand, weil sich wie gesagt ab und zu gerade die Prominenz auch etwas kurzfristig anmeldet. Gibt es irgendeinen Tipp, den Sie unseren Wiesengaudi-TV-Schauern mit auf den Weg geben wollen? Ein Tipp, kommt zum Käfer. Wir haben die beste Gaudi und die beste Stimmung auf der ganzen Wiesn. Und Horst am Mass, Horst an Spaß, gell? Genau, das ist richtig. So sieht's aus. Genau. Das war Christian Scherker. Vielen Dank fürs Interview. Gerne. Und noch einen schönen letzten Tag. Danke, wünsche ich Ihnen auch. Tschüss.